Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer kleinen Produktpräsentation. Heute stellen wir von Sani Perfect die Aluminiumserie vor. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Wir haben heute eine kleine Produktpräsentation, was ganz Besonderes, und zwar für kleine Bäder. Wir haben hier von Laufen das New Classic Waschbecken aus Saphirkeramik. Das seht ihr daran, dass es so hauchdünn geformt ist, richtig schön filigran, aber trotzdem stahlhart. So ein Designklassiker wird das. Das Waschbecken ist 80 cm breit und 48 cm über die ganze Tiefe. Und passend zu dem Waschbecken haben wir eine Schrankserie Aluminium konzipiert. Die Schrankserie setzt sich damit ab, dass sie eine Front aus echtem Aluminium hat. Und zwar sprechen wir hier von gut einem Millimeter Aluminium auf einer 20 mm Möbelplatte. Wir fangen mit dem Inhalt an. Der ist nämlich gigantisch groß. Wir sprechen hier über eine Sonderhöhe. Der ist über 60 cm hoch, der Unterschrank. Zwei Riesentüren in der Mitte geöffnet. Wir haben einmal in der Mitte eine feste Ablage, wo wir schöne viele Handtücher drauf stapeln können, und hier unten noch mal eine Ablage mit Rückwand, ja, damit uns auch nichts hinten runterfällt. Wir haben hier uns mal so einen Handtuchtest überlegt. Das sind drei große Duschtücher, 50 cm mal 1 Meter. Die legen wir jetzt hier mal aufgefaltet rein, und ihr seht, es passen hier auf der rechten Seite gut 6 Stück. Ja, so, ich sag mal, dann kann man noch welche weggreifen, 6 Stück übereinander. Und dann nochmal 6 nebeneinander. Hier im oberen Bereich haben wir das Ganze nochmal. Wenn du etwas von der Seite schaust, dann siehst du, die Ablage ist ausreichend tief, dass auch hier wieder mindestens 5 auf jeder Seite Platz finden. Also genial, wenn ich einen kleinen Raum habe, ich möchte viel Waschbecken haben und auch entsprechend viel Schrank. Das ist eine richtig schöne, dicke, hochwertige Platte. Hier, die ist richtig schwer, schön massiv. Das ist Tischlereiqualität. Dazu kombiniert zwei Türen mit einem richtig schönen Designgriff, mit einem Stabgriff von oben nach unten, senkrecht platziert. Natürlich mit den Griffmulden nach oben, dass man auch gut greifen kann, wenn man steht. So. Hier natürlich unsere angepasste Blende an die Rundung vom Waschbecken. Man sieht keine Kanten, man sieht keine Überstände. Wir haben hier unsere Abtropfkante. Das heißt, das Wasser, was hier irgendwie vielleicht über das Waschbecken drüber kommt, kann gar nicht in den Schrank reinfließen, weil der Schrank nämlich hinter der Abtropfkante sitzt. So, gibt erstmal eine schöne Kante und gibt vor allem Sicherheit, dass der Schrank auch lange hält und nicht aufquillt oder sowas. Generell ist das ganze Waschbecken mit so einer leichten Aufkantung hier. Geh mal ganz nah ran, dann sieht man das am besten. Diese Aufkantung hier, das ist extra dafür gemacht, dass das Wasser schön im Waschbeckenbereich bleibt. Wir haben ja auch eine riesen Waschbeckenmulde, wo man sich auch mal ganz locker einen Unterarm drin waschen kann. Hier vor allem in der Kombination mit der Armatur, mit der Vaja von Dornbracht. Sehr, sehr schön. Sehr gut. So. Wir haben einmal auf die Armatur bezogen natürlich die Möglichkeit, die Oberfläche zu verändern. Passend hier zu diesen Griffen wäre zum Beispiel schwarz gebürstet oder schwarz matt. Fände ich sehr, sehr edel. Das wäre so das i-Tüpfelchen noch. Wir haben sie jetzt in Chrom. Bei der geringen Tiefe vom Waschbecken hier mit gut 32 cm hat sich das einfach etabliert, dass wir hier Türen nehmen. Wir wissen aus dem Küchenbereich, dass die Auszüge zwar etwas trendiger sind, aber die verbrauchen einfach immer etwas mehr Platz, und den haben wir hier nicht zu verschenken bei der Anlage. Das ist extra eine für kleine Räume. Bei uns in der Ausstellung präsentieren wir die Alu-Serie mit einem Seitenschrank, 140 hoch. Das ist perfekt, um hier oben zum Beispiel noch etwas zu dekorieren. Wir haben eine 40er Breite, da zeige ich euch mit unserem Handtuchtest auch wieso, und wir haben eine 35er Tiefe. Auch wieder den langen Stabgriff in schwarz-matt, Griffmulde nach oben, damit ich mich nicht tief bücken muss. Und jetzt kommt der Handtuchtest.
Drei Duschtücher, 50 mal Meter, nebeneinander. Das ist fast so groß wie ein Kühlschrank, ne? Ja, das ist fast so groß wie ein Kühlschrank. Und jetzt schau dir das mal an. Wir könnten jetzt sogar hingehen, wir können Steckdosen platzieren hier in dem Hochschrank. Wir können Glaseinlegeböden platzieren. Wir können jetzt aber auch hier in der Basic-Variante die Holzeinleger nehmen. Sehr natürlich hier höhenverstellbar, ganz nach dem Belieben des Kunden anpassbar. Schön massiv gemacht mit drei großen Scharnieren, Mitte, oben, unten. Und hinten natürlich die 3D-Aufhänger, höhenverstellbar. Mit Rückwand, damit nichts rausfällt, eine sehr, sehr schöne Kombi. Im Innenbereich ist die Möbelplatte weiß, das ist schön zeitlos, das ist schön clean, sehr gut. Und natürlich mit Soft Close, das ist bei uns selbstverständlich. Hier haben wir jetzt einige Möglichkeiten. In der Basisausführung sprechen wir über Aluminium gebürstet. Es geht aber auch zum Beispiel dieser 4-Serie in verschiedenen Farben. Es geht auch die Betonserie oder die Cortenstahlserie. Und hier haben wir eine Mischung aus Kupfer und Patina. Hier sogar mit Diamantschliff. Und diese finde ich ganz besonders, die nennt sich New Crisp. Da haben wir dann Adern durchgezogen, hier einmal in Kupferfarben, hier in Gold oder in Anthrazit oder in Oxygreen natürlich. Mir persönlich am besten gefällt die Diamantserie, die bringt was richtig Exklusives mit ins Badezimmer und die Saphir-Serie mit diesen Ornamenten. Mir gefällt das am besten. Oh ja, Roségold. Roségold. Du bist ja eh so ein Roségold-Typ. Und die Möglichkeiten hören nicht auf. Alleine im gebürsteten Bereich haben wir auch wieder die Möglichkeit von Gold über Kupferfarben, Natur und Stahl. Die neue Aluminiumserie ist erhältlich. Jetzt einmal für das New Classic mit zwei Türen. Wir können sie aber auch universell zu allen anderen bereits von uns vermessenen Becken von Markenherstellern fertigen. Wenn Interesse besteht, meldet euch einfach mal per E-Mail oder besucht uns hier in unserer Ausstellung. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Bis dann.